schriftlich, wie der Harald Lesch im Fernsehen die Gravitationskonstante. Jetzt musste mehr hier drauf scheinen. Und zwar die Planetenformel, Anziehungskraft zwischen Erde und Mond wird so berechnet. Dazwischen ist eine Kraft, ne? Eine Kraft, die heißt F, ne? Und die Kraft, mit der sich die beiden anziehen, errechnet sich F gleich G, Gravitationskonstante, mal M1, Masse Erde, plus M2, Masse Mond, ne, das hier, geteilt durch R Quadrat Abstand in Metern. Metern. Willst du dich nicht mal mit den Berechnungen von 5G beschäftigen? Nein, später machen wir das. Und was der Harald Lesch falsch gemacht hat, der hat statt Plus hier ein Mal dazwischen gemacht. Der hat sogar die Formel schon falsch. Ja, die Formel falsch. Ne? Und wenn, kannst du dir ja vorstellen, wenn hier M1, wenn ich 2 plus 3 nehme, ist 5. 5 und 2 mal 3 ist 6. Ja, aber da musst du auch eine völlig falsche Zahl rausbekommen. Ja, natürlich. Und dann habe ich eine Excel-Datei gemacht und habe die Excel-Datei ins Internet gesetzt, ne? Und habe auch den Link zu dem Video, wo er die falsch erklärt, reingemacht. Und habe es dann auch unter seinem Video kommentiert. Und er hat nicht geantwortet. Das liegt daran, ich habe dann mal nachgeforscht, woher haben die diese Gravitationskonstante. Und da habe ich bei anderen Professoren, die da was erklären, geguckt, die so Webseiten machen, und da wurde das auch falsch geschrieben. Dann habe ich bei Wikipedia nachgeguckt und da habe ich gesehen, die haben alle die Formel aus Wikipedia genommen, wo es falsch erklärt wurde, und haben das als wahr hingenommen. Wikipedia wird aber gemacht von Schriftgelehrten, von Schriftstellern, die von Physik keine Ahnung haben, ne? Und die haben gedacht, das muss schon stimmen, wenn Wikipedia das macht, ne? Und dann habe ich dann diesen Link von Wikipedia auch dazu geschrieben. Ja, dass die Menschen immer diese Vertrauensbonusse geben, bei Reichen, bei Mächtigen, bei großen Unternehmen. Das ist so gefährlich. Ja, aber der Harald Lesch, der kann da nichts dafür. Der setzt sich da hin an seinen Schreibtisch mit Büchern hinter sich, ne, und erklärt sehr schön, das ist mir sympathisch, wie er es erklärt, ne, wie das alles funktioniert. Das Zeug wird dann präsentiert von IT-Experten, die gut Videos machen können. Das kann er selber nicht, sondern er sagt denen, ihr macht es. Ne? Und da haben die diese Formel in dieses Video so schön falsch eingebaut. Ne? Das ist auch so schön gemacht und das fand ich ja so herrlich. Ne? Und da habe ich dann überall, wo ich dann geschrieben habe, gesagt, der schreibt das falsch erklärt. Wo haben die... Es hat lang gedauert, bis Wikipedia dann, die englische Wikipedia hat es schnell geändert und die deutsche hat es, glaube ich, immer noch drin. Habe ich auch einen Screenshot gemacht von Wikipedia. War es auch falsch, oder? Ja, gerade bei Wikipedia. Und da haben die sich siehst du mal, wie sich das dann verbreitet, wenn Wikipedia dann Quatsch irgendwie... Ja, und da habe ich gesagt, Wikipedia ist eine sehr gute Anregung für viele Sachen, aber man kann, man muss auch abends mal die Sache überprüfen. Das heißt, die haben diese Formel ungeprüft einfach übernommen. Und das habe ich dann geprüft. Dann habe ich bei einer Excel-Datei beide Formeln nebeneinander gemacht, richtig und falsch. Kann ich dir irgendwo mal, habe ich das auch dann... Und hast du mal geguckt bei dem Gebäude von BESIC, was da auf dem Dach ist? Ein ganzer Wald von 5G-Antennen. Ja, bei mir Ecke Waldschmidtstraße, Wittelsbacher Allee auch. Und da ist ein, da sind dann irgendwie an einer Antenne sind drei Module und die Menschen denken, ach, da sind drei Module. Aber da drinnen stecken anscheinend, so habe ich das verstanden, bis zu 240 Antennen. Warum bist du nicht zu laut auf dem Video? Ich mach mal auf.